Ja, hallo, hier ist LOB von Camps 21 hier in Feuerbach. Zum einen wollte ich euch mal ein bisschen zeigen, was hier immer wieder mal passiert, ohne dass es groß auffällt. Zum einen ist hier letztes Jahr schon einiges an Bäumen gerodet worden, die wahrscheinlich hier in dem Bereich stehen, wo später mal die Baufläche sein soll. Und dann gibt es hier zum Beispiel solche schönen Markierungsstöckchen im Gebüsch oder davon weiter Richtung Tunnel, Richtung Maybachstraße. Jetzt zum Beispiel Erdarbeiten, die hier gemacht wurden. Direkt an der Straßenbahnlinie ist das hier. Fährt es auch gleich durch. Die U6 Richtung Fasanenhof fährt hier gerade durch. Hier wurde irgendein Kabelkanal gebaut. Und was jetzt, warum ich eigentlich hier angefangen habe zu streamen, ist, dass hier später soll ja mal der S-Bahn oder der Zugtunnel Richtung Stuttgart soll ja mal hier, wo jetzt die S-Bahn-Gleise sind, nach unten in den Berg reingehen, und zwar unter dieser Straßenbahn hier durch, Straßenbahnlinie durch. Und jetzt haben sie vor paar Monaten schon angefangen, immer wieder die Gleise zu reparieren und zu ändern, und das ist jetzt was, wo sie jetzt auch wieder dran sind und hier gerade neue Gleise anliefern, die sie hier bauen, eventuell natürlich auch indem sie die Straßenbahnlinie dann gleich mal umverlegen in dem Rahmen. Also vielleicht nicht direkt Stuttgart 21 Arbeit, aber ich glaube nicht, dass es einfach nur zufällig immer hier jetzt gerade gebaut wird. Also auch dieser große Baum hier, diese Weide, ist auch frisch markiert, aber jetzt ist eigentlich Vegetationszeit, und die ist ja bei dem Projekt S21 in den Planausschreibungen festgelegt, dass man da nichts mehr fällen darf in der Vegetationszeit. Wäre natürlich jetzt ungeschickt oder geschickt oder wie auch immer, wenn man für diese neue Gleise oder für eine Umverlegung oder so dann vielleicht sogar da zufällig nicht für Stuttgart 21 diesen Baum fällen muss. Keine Ahnung. Aber die Markierung ist auf jeden Fall neu. Und hier sind die Arbeiten gerade im Gange. Oder die Anlieferung und die Vorbereitung zu den Arbeiten. Vielleicht weiß auch die Feuerbacher Gruppe mehr aus den aktuellen Rathausunterlagen oder wo auch immer. Irgendwo ist bestimmt kommuniziert, was die hier genau machen mit diesen Gleisen. Fahren die hier sehr abenteuerlich durch die Leute durch. Da sieht man sich jetzt mal direkt, die eine Dame hier läuft gerade da und nichts an vorbei, und er fährt halt einfach durch die Gegend hier. Also weiß ja nicht, ob das so normal ist. Alle, wo hier vom Bahnhof Richtung Geschäft gehen, laufen hier natürlich vorbei, logischerweise.